Do you remember some days ago where you sit together with? Bist du noch, wenn du mit deinen Freunden zusammensitzt vor ein paar Tagen und du musstest ihre Computer reparieren und ihnen erklärt hast, wie das alles funktioniert hast und erzählt hast, wie merkwürdig das bei denen funktioniert? Stell dir vor, du hättest ihnen erklären müssen, wie man programmiert. Denk an die Liebe und die Leidenschaft, die du hast fürs Programmieren. Lass uns Michael Sperber einen großen Applaus geben für den Vortrag, wie du deinen Liebsten Programmieren erklärst. Thank you so much for that introduction. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich glaube, ich muss ein bisschen hin und her schalten hier. Also, wenn wir von Leidenschaft sprechen. Also, wenn du Programmieren unterrichtest, das ist ein großer Ego-Boost, das weißt du, ne? Wenn dein Publikum groß genug ist, wenn du also super begabte Kinder hast, dann kannst du denen im Grunde alles Mögliche beibringen und sie werden dir Feedback geben, wie schön das funktioniert hat. Zum Beispiel, ich mag funktionales Programmieren. Ja, das Lambda hier, das steht für funktionale Programmierung. Und wenn immer ich das jemandem beibringe, dann gibt es meistens jemanden, der so aussieht und sagt, oh, dieser Lambda-Zeug, das ist das Wunderbarste, was ich jemals gesehen habe. Du bist ein großartiger Lehrer. Ja, also kurze als Einleitung. Also ich habe jetzt 30 Jahre lang unterrichtet in verschiedenen Kontexten, Highschool-Sachen, Kindern, Computer Science, Vorstudium, Hauptstudium. Und wenn ich das alles komplett zusammenschalte, dann ist das meiste wirklich schlecht gelaufen. Das hat einfach nicht richtig gut funktioniert. Also, wenn du dir die Initiativen anschaust, die Programmieren also befördern wollen, für Kinder zum Beispiel, dann reden die immer darüber, dass die Leute sich also freuen sollen, dass die leidenschaftlich arbeiten sollen. Und wenn man Politiker so reden hört und ja, Leute sollen in die Technologie reinkommen, das soll funktionieren, dann ist es immer schwierig, weil man endet immer in solchen Klassenzimmern hier. Sitzen halt irgendwelche Roboter da und das sind Roboter, ne? Ich meine, Roboter sind interessant und Kinder interessieren sich halt für Roboter. Das ist alles ganz schön und gut, aber da ist immer diese Annahme dahinter, wenn die Leute einfach mehr aufgeregt und interessiert daran sind, dann geschieht es durch Probieren, dass sie sich einfach die notwendigen Fertigkeiten aneignen, die dafür gebraucht werden. Und ich glaube, das wichtigste Projekt, was es da gibt, ist dieses One Laptop per Child, wenn ihr euch da noch dran erinnert. Ich habe die jetzt auf der Konferenz gar nicht so viel gesehen, ne? Und der Grund dafür ist, dass das Konzept, was es hinter diesem One Laptop per Child gab, da stand diese Idee dahinter, die man Konstruktivismus nennt. Also die Idee, nur wenn du ihnen Material gibst, wenn du ihnen Zugriff gibst auf das Internet zum Beispiel und auf andere Lehrmaterialien, dann kriegen sie das eigentlich von alleine raus. Dann entwickelt sich das von ganz alleine. Und dieses Problem, was da drunter ist, es gibt eine ganze Menge Probleme, die da drunter liegen, aber eins der Probleme ist, dass dieser Ansatz zur Didaktik einfach nicht so richtig gut funktioniert. Und man sieht Variationen davon. Also ich meine, jedes Jahr gibt es irgendeine Initiative, die sagt, okay, wir müssen Leidenschaft inspirieren. Das muss. Letztes Jahr hatten wir das hier, ein Projekt, das heißt Bob, wo es darum geht, ja, so einen kleinen Roboter oder so ein Gerät zu programmieren, was Lichter hat. Und das ist alles ziemlich interessant. Und man programmiert es, indem man, wenn ihr das hier seht, man programmiert es, indem man im Grunde etwas runterlädt, was schon vorher gecodet wurde. Und man ändert so eine Zeile in der Mitte. Und ich meine, gut, das ist alles, wie gesagt, schön und gut. Aber ist alles gut, um die Leidenschaft auch so ein bisschen zu bekommen, aber all diese Projekte haben gemeinsam, dass es da eigentlich überhaupt nicht um eine Methodik für das Programmieren geht. Wenn du Leidenschaft wecken möchtest für Computer, für Programmieren, es gibt viele Projekte, sogar heute, sogar zum Beispiel am Junghackertag, werde ich dir sagen, wie das funktioniert. Wenn du von diesen Projekten zu einem ernsthaften Programmieren kommen möchtest,
die Kinder selbst machen können, dann wirst du feststellen, dass viele Menschen, viele Kinder frustriert werden, sobald sie etwas Komplexeres machen müssen. Their code often ends up looking like that. Ihr Code schaut dann oft so aus, wie auf der rechten Seite angezeigt. Natürlich, die ganze Konferenz, da geht es ums Hacken und um Herumprobieren und da siehst du viele Dinge, die so ausschauen. Zum Beispiel die IoT-Apokalypse. Das Problem ist, dass die meisten didaktischen Herangehensweisen funktionieren nicht besonders gut. Und für lange Zeit hatte ich keine gute Erklärung dafür, warum das so ist. Jetzt habe ich endlich ein gutes Buch gefunden. Das hat mir viele meiner Bedenken bestätigt. Wenn ich gestern, als ich diesen Tag Hock vorbereitet habe, es ist geschrieben bei einem kognitiven Wissenschaftler, Daniel Willingham, und er hat ein paar Prinzipien aufgelistet, die passieren, wenn Schülerinnen lernen. Eine wichtige Sache ist, wir haben diese idealistische Herangehensweise, dass wir denken, alle lieben Lernen, aber eigentlich ist Lernen ziemlich anstrengend. Auch wenn Leute sehr neugierig sind und sie lieben es, neue Sachen zu lernen, wenn diese Lernerfahrung anstrengend ist, dann wird das sehr schnell frustrierend. Ein anderes Problem ist, und das ist, wenn du übergehst von einem leichten Programmieren zu schwierigeren Programmiersprachen, dann wirst du schnell frustrierend und von der Lernerfahrung und dieser Anstrengung, neue Sachen zu lernen. Und was ich interessant fand, ist, dass diese ganzen kognitiven Prinzipien in diesem Buch da drin sind. Ich habe es wirklich sehr, sehr gemocht. Und es sagt also, das Faktenwissen geht der Fertigkeit voraus. Und das bedeutet einfach, man braucht, wenn man eine bestimmte Fertigkeit haben möchte, dann braucht man Faktenwissen dafür. Aber wenn man über das Faktenwissen nachdenkt, was mit Programmieren zu tun hat, dann gibt es ganz, ganz viele Prinzipien, die für Programmieren wichtig sind, die haben gar keine verbale Form, die haben wir gar nicht ausformuliert. Und das bedeutet, es führt dazu, dass diese Fertigkeiten wirklich schwierig sind. Und ja, der Erinnerung ist so dieser Überrest von Denken. Und wir erinnern uns aber halt gut an Dinge, über die wir viel nachgedacht haben. Und die Schwierigkeit ist daran, bei diesen Bildungsinitiativen, wo es also um Roboter geht, da, wo es einfach wichtig ist, da geht es um diese Leidenschaft, aber es geht überhaupt nicht um Dinge, die fürs Programmieren wichtig sind. Sie denken dann halt über diese Roboter nach und alles, was bei diesen Robotern passiert, aber das hat nicht viel damit zu tun mit dem, was man an Fertigkeiten für tatsächliches Programmieren braucht. Und ich habe mal jemanden so gefragt, der so eine Initiative mit vorangetrieben hat, was ist diese Fertigkeit, die Studenten jetzt lernen hier bei den Robotern? Und er sagt, nun ja, also wenn die ganz viel Zeit da rein versteckt haben, diese und sowas, ja, Entschuldigung, das hatte ich gerade nicht mitbekommen. Eine weitere Sache ist, dass diese Informatikwissen, das da wichtig ist, wir haben Schwierigkeiten mit unserer mathematischen Vorbildung, weil wir neue Dinge immer anhand der Dinge verstehen, die wir vorher schon können. Und die Schwierigkeit dabei ist, dass beides in Mathematik und in Informatik wird sehr, sehr viel Abstraktes erklärt, anstatt zu zeigen, wie eine ganz konkrete Sache erledigt wird oder funktioniert. Das wird später noch ein sehr wichtiger Punkt werden. Was anderes, was in dem Buch jetzt nicht unbedingt eine Rolle spielen musste, um wirklich eine hohe Fertigkeit zu erlangen, braucht man Übung. Also man braucht ein Ziel. Man muss eine Situation schaffen in einem Klassenzimmer, wo es darum ging, dass man erfolgreich üben kann, dass man die Sachen also ausübt, dass man Probleme löst, Problemlösungsfertigkeiten erwirkt. Und das war so dieser Teil mit dieser Neugier, was ich am Anfang gesagt habe. Leute bekommen so einen richtigen Dopaminrausch, wenn sie ein Problem halt korrekt gelöst haben. Und wir brauchen Situationen für unsere Lernenden, wo sie Erfolgserlebnisse haben. Darf nicht zu schwer sein, nicht zu leicht sein, da gibt es keinen Dopaminschub, aber auch nicht zu schwer. Und jetzt gibt es noch so eine Denkfalle, wo man, das kennen wahrscheinlich Leute, die programmieren lernen. Und zwar, die Erkenntnisse, die sind unterschiedlich, ob man am Anfang oder am Ende des Lernprozesses steht. Die kognitiven Prozesse sind also ziemlich unterschiedlich.
Oder es wird auch der Fluch des Wissens genannt, ne? Nur weil wir denken, ein bestimmtes Lernmaterial ist also inspirierend oder funktioniert richtig gut, das bedeutet eben nicht, dass Leute, die gerade anfangen damit, das genauso einfach oder genauso leicht zu verstehen finden. Ja. Wenn man in Klassenzimmern lernt, dann gibt es auch einen ganz großen Druck, individualistisches Lernen zu ermöglichen. Und das ist natürlich eine tolle Sache, aber Kinder sind eigentlich ziemlich ähnlich in ihren verschiedenen Lernverhalten. Und es ist immer noch ziemlich wichtig, dass man ein Klassenzimmer hat, wo verschiedene Menschen das Gleiche beigebracht wird. Das ist nicht das Thema heute, aber ich dachte, das ist was die Erfahrung auf jeden Fall gelehrt hat. Manche Leute denken, dass manche Leute sind gut in Mathe, manche sind schlecht in Mathe. Man sagt ja immer, Mädchen sind schlecht in Mathe aus irgendeinem Grund. Das ist einfach nicht wahr. Wenn du glaubst, dass du schlecht in was bist, dann sagen wir halt, ja okay, das, was wir Intelligenz nennen, das kann sich ändern durch fortlaufende, ordentliche, anstrengende Arbeit. Und man denkt immer, Kinder können was Bestimmtes nicht lernen. Aber das Lernen geschieht auch sehr viel indirekt oder durch die Umgebung, die man bekommt. Und das ist was man wirklich lernt, wenn man 30 Jahre lang unterrichtet, ist, dass die Lehre sich entwickeln kann, aber da braucht man auf jeden Fall Feedback und man muss das Ganze üben, man muss das Ganze ausprobieren. Und manchmal bekommt man überraschendes Feedback und manchmal bekommt man ein Feedback, das einem wehtut, weil das Lehren einfach nicht funktioniert hat. Bei mir geht es um die Lehre von Programmieren, geht es mir um ein ganz diverses Publikum. Also nicht nur, ja, ich meine, wenn man einfach nur sich diese Roboterklasse anguckt, ist die wirklich so divers, wie man das haben möchte? Meistens ist das nicht der Fall. Also worüber ich reden werde, ist, das, was ich erklären werde, ist auch von anderen Leuten für Kinder, für Abiturienten, für Universitäten und für für Leute im Beruf stehen gemacht werden. Und es gibt eine Reihe von systematischen Methoden, die ich dir euch im Detail mal zeigen möchte, wie die funktionieren. Hier sind einige Referenzen, die man sich anschauen kann, speziell die Arbeit von der Pile Krug und von Matthias Felleisen. Das kann ich euch nachher zeigen. Es gibt ein sehr wichtiges Projekt, Highschool-Studenten zu unterrichten, Highschool-Schülerinnen zu unterrichten. Das heißt dein Programm. So, die Zutaten, die wichtig sind, sind einerseits alle Tools, die wir verwenden, gehen in Richtung Lernende. Das heißt, wir brauchen eine Programmumgebung, die speziell dafür geeignet sind für Leute, die gerade erst lernen. I'm an Emacs person myself. So, also what it means. Außerdem brauchen wir spezielle Programmiersprachen für Lernende, für Schülerinnen. Die sollen speziell für Lernende konzipiert werden. Und das dritte ist Design Recipes. Das sind Methoden, mit denen man lernen kann, systematisch Programme zusammenzubauen und zusammenzustückeln. All diese Dinge gibt es online. Es gibt dieses System Racket. Das werde ich euch nachher zeigen. Es ist besonders gut für Unterrichten. Also, schauen wir uns das mal an. Das ist dieser Moment. Für diesen Moment habe ich immer Angst. Okay, hier haben wir das System, das heißt Racket. Es hat nicht besonders viele Knöpfe, wie man sehen kann. Es schaut nicht aus wie Eclipse oder Visual Studio, nicht wie eine normale IDE. Lass mich euch zeigen, wie das funktioniert. Im oberen Teil sehen wir das Programm. Das ist ein Texteditor, hat ein paar Features, aber nicht besonders viele. Und unten kannst du mit dem Programm interagieren. Was du im REPO tun kannst, am Anfang zumindest, kannst du etwas reinschreiben. Und es wird dir sofort
das Resultat deiner, was du reingeschrieben hast, angeben. Du musst, das ist jetzt ein bisschen komisch für euch wahrscheinlich. Diese Sprachen sind basierend auf Lisp, so es benutzt dann viele, viele Klammern. Immer wenn du etwas zusammenstücken möchtest, dann hast du viele, viele Klammern und einen Operator ganz am Anfang. Wenn du viel programmiert hast, dann wirst du denken, oh mein Gott, wie kann ich mich daran gewöhnen? Aber ich kann euch versichern, eure Kinder werden sich daran leicht gewöhnen. Also ich werde jetzt immer eine Zahl reinschreiben, ja, dann kriegst du das Resultat, dann kannst du einen String reingeben, dann siehst du das Resultat, das ist Mike. Und man kann jetzt auch... Du kannst Nummern kopieren. Zum Beispiel hier haben wir zwei Nummern. Hier sehen wir auch gleich die Klammer. Und der Operator ist ganz vorne. Und hier immer. Ja. Genau, der Operator ist ganz am Anfang, wie gesagt. So, jetzt rechnen wir die Summe von diesen zwei Nummern aus. So, und hier haben wir das Resultat. Was ist ein bisschen lustig ist, wenn ihr von C kommt oder aus Java, dann ist das ziemlich lustig. Kinder lieben das aus irgendeinem Grund. Also, was man auch machen kann, ist genauso wie man diese Nummern und Strings da hineingibt, kann man auch Bilder sind auch nichts anderes als Werte. So zum Beispiel hier können wir ein Rechteck definieren und wow, und jetzt zeichnen ein Rechteck. Und es ist auch ein Wert, ein Rückgabewert. Genau, wenn immer da ein Rückgabewert gibt, dann kannst du ein Programm schreiben, das den Namen zu diesem Programm bindet und zusammensetzt und... Zum Beispiel kann man, hier oben schreiben wir jetzt ein Programm, das Pi definiert und dann schreibt das Programm raus. Man kann zum Beispiel auch dieses Rechteck, das wir vorher definiert haben, da oben als Programm schreiben und wenn man dann Rectangle angibt, dann... Hier ist das Rechteck. Was noch interessanter und wahrscheinlich interessanter ist, wir können auch ein zweites Rechteck definieren. Und es ist genau, das ist immer dasselbe Prinzip, rundherum haben wir Klammern und das ist die Definition und dann das Rechteck, Rectangle ist ein Function Call und so kann man das machen und so haben wir R und F2 und jetzt haben wir eine Funktion, die nimmt zwei Bilder, also das rote und das blaue Rechteck und die kann man... Es gibt quasi eine Algebra, ein ganzes mathematisches Konstrukt, wie man diese Bilder kombinieren kann. Also, das war erstmal das. Ja, mal schauen, wie weit wir damit kommen. Okay, also, jetzt von diesen motivierenden Beispielen erstmal zurück. In Deutschland, da geht es bei uns sehr viel um die Straßenverkehrsordnung. Wir haben sehr viele Regeln, die kann man modellieren. Ja, das wäre dann wahrscheinlich der langweiligste Talk, den ich jemals gehört habe. Also kategorisieren wir mal die Verkehrsverstöße, die man in Deutschland so machen kann. Es gibt zwei verschiedene Verstöße, die es gibt, wo es wichtig ist, wo sie passieren und welche Situation das Ganze passiert und wie lang, nachdem das passiert ist, das Ganze stattfindet und hier gibt es zum Beispiel eine Geschwindigkeitsübertretung, da geht es auch darum, wie viel Kilometer ist man da drüber gewesen und wenn wir jetzt Funktionen machen wollen, wie gut das Ganze oder wie schlecht es funktioniert hat und nachschauen wollen, wie das Ganze funktioniert und dafür nehmen wir etwas, was wir als Design Recipe, als Design Rezept bezeichnen. Wir nehmen eigentlich verschiedene davon und das erste hier ist mir ein übergreifendes Rezept. Wie schreibt man eine Funktion? Bitte nicht einschlafen, das sind 6, 8 verschiedene Schritte, die da drin sind. Und wir fragen immer unsere Studierenden, bitte geht immer durch diese 8 Schritte. Und man müsste denken, ne, also ich hoffe, ihr denkt das jetzt, das ist doch bestimmt das langweiligste Programmiereinführung, die es überhaupt gibt. Das ist die deutsche Bürokratieeinführung in Programmierung. Aber... Andererseits, naja, es funktioniert halt. Das ist der Punkt, ne? Besonders jeder einzelne dieser Schritte, das ist was klein genug ist, sodass Studierende das tun können und dass man also Punkte draufgeben oder halt Bonbons geben kann oder so. Und dann sind die Leute motiviert und gehen halt auf den nächsten Schritt. Und
wenn man mal ohne Erfolg etwas gelehrt hat, dann, wenn ich merke, meine Lehre ist nicht erfolgreich, dann gucken meine Studierenden auf so einen leeren Bildschirm und ich gebe ihnen dieses Problem und ich denke, das war wirklich lösbar und die geben auf, bevor sie überhaupt die erste Taste gedrückt haben. Die wissen nicht, wie sie anfangen sollen, weil die meisten Beispiele sind halt beispielorientiert und so, hier ist dieses Problem, so ist das gelöst, hier ist ein anderes Problem und du wusstest doch bereits, wie das gelöst wird und das funktioniert halt nicht. Also das hier, diese feste Reihenfolge von Schritten, das bringt Studierende wirklich über diese Schwelle drüber, und das möchte ich wirklich super, super detailliert beschreiben, weil in den Büchern steht nicht so richtig drin, wie wichtig das ist und wie detailliert man das machen muss. Ne? Es kommt noch viel mehr Anweisungen, die für jeden Schritt da kommen, aber diese Schritte sind im Grunde erlernbar und das ist der wichtige Aspekt, den es dafür gibt. Also, im Besonderen, ich springe mal so ein bisschen voraus jetzt hier. Ups. Oh ja, ihr seht was, was ich nicht sehe. Ja, okay, das, so sieht es aus. Okay. Also, wenn man sich das hier anschaut, das Problem. Ah, Moment, ich gehe nochmal einen zurück. Also, das erste Ding, was man macht, ist eine kurze Beschreibung von so einer Funktion. Man muss also diesen Ort von einem Verkehrsverstoß finden und wie schwer er ist. Und als nächstes muss eine Datenanalyse durchgeführt werden. Das heißt, man muss sich also die verschiedenen Elemente, die da drin vorkommen, anschauen und die mal durchanalysieren. Und hier sehen wir, okay, es geht um Verkehr und Verkehrsverstöße. Also da gibt es also einen Verkehrsverstoß wegen roter Ampel. Und das hat einen Ort und eine Dauer in Sekunden. Eine Sache ist, man kann auf diese Worte gucken und schauen, wie diese Daten beschrieben werden. Und wenn man so eine Beschreibung hat, dieses Ding besteht aus diesen und jenen Komponenten oder es hat verschiedene Eigenschaften, dann ist ein Phänomen, wo wir sagen, okay, das sind zusammengesetzte Daten. Und da gibt es ein besonderes Designrezept. PowerPoint hat, glaube ich, ein paar davon gerade vernichtet. Moment. Ja, okay, da ist es wieder. Also, man erkennt zusammengesetzte Daten durch diese Beschreibung wie besteht aus oder hat. Und dann schreibt man so eine Datendefinition in dieser Form. Und ja, und etwas wirklich Triviales, aber wichtig, man zählt die Bestandteile, die da drin vorkommen und muss gucken, dass es wirklich also übereinstimmt. Das sind Anweisungen, die im Lehrbuch drin stehen. Diese Anweisungen müssen die Studierenden auswendig lernen. Und ja, ich weiß, ihr schlaft mir alle ein, aber tut mir leid. So, also schauen wir mal, wo ist das richtige Fenster? Ja, das sieht gut aus. Also, das ist das, was wir gemacht haben. Ich lasse das hier einfach mal nur zu eurer Belustigung hier stehen. Gut, wir schreiben also, okay, eine rote Ampelverstoß hat. Also, wir haben dieses Has da drin. Und wir machen es jetzt ein bisschen systematischer. Es hat also einen Ort und es hat eine Dauer in Sekunden. Ja. Und das ist einfach jetzt nur natürliche Sprache und aus diesen Semikolon da am Anfang wird es halt ein Kommentar. Wir haben jetzt nicht viel mehr gemacht, als einfach mal die Komponente auf eine Einzelzeile zu schreiben. Und dann sagt es, das kann ich nicht richtig gleichzeitig zeigen, aber dann muss man nochmal eine sogenannte Record Definition machen. Und das sieht so hier aus, sieht erstmal ein bisschen befremdlich aus, aber ist eigentlich ziemlich wertvoll. Es sagt, wir machen einen Verkehrsverstoß, rotes Licht, also nennen wir den, also rote Ampel. Deswegen nennen wir das Red Light Violation und dann müssen wir das Ganze noch entsprechende Objekte erzeugen. Also brauchen wir einen Konstruktor, also schreiben wir den Namen dieses Konstruktors aus und schließlich wollen wir unterscheiden so eine Rotlichtverstoß von anderem, also sagen wir so ein Prädikat, was wir später verwenden wollen. Und dann haben wir zwei Teile und ich kann nicht genug betonen, wie wichtig das ist. Zwei Teile, denn da ist ein Ort und eine Dauer in Sekunden. Und jetzt schreiben wir einfach diese Namen, diese Dinge aus, die diese Dinge dann rauslesen werden. Also Ampel, Rotlichtverstoß, Ort und Rotlichtverstoß, Sekunden, dann wissen wir gleich, was das ist. Und was das jetzt tut ist, wenn ich es jetzt starte, es macht jetzt erstmal nichts, aber was wir jetzt machen können ist,
Wir können jetzt Objekte kreieren, die so einen roten Ampelverstoß repräsentieren. Ich zeige das euch. Make red light violation, also kreieren solches Objekt, zum Beispiel eine in Borg und vier Sekunden lang. So, und dann zeigt es das Ganze an und wir haben jetzt im Grunde so ein Objekt, also so ein Record, der sieht, zeigt, was für Teile da drin sind. Das kann ich jetzt kopieren und kann das da hochkopieren und kann es nennen oder kann einfach ein extra Beispiel jetzt daraus machen. So, also mache ich das. So, und jetzt habe ich AV1 und RV1 und das ist ein Konstruktor. Und dieser Konstruktor erzeugt dieses Objekt und dieses Objekt erzeugt tatsächlich Daten, die mit diesen ganzen Informationen verbunden sind. Das ist also ein ziemlich wichtiger Punkt, den man erklären sollte. Und wir fragen Studierende ganz oft, ich schreibe das nicht auf, um es dir zu erklären, sondern ich zeige, was ich erwarte von Studierenden. Ne? Ja, lasst es diese Leute einfach tun. Also hier haben wir eine Rotlicht, eine Verletzung, eben das Rot über die Ampel gefahren, in Borg, für 4 Sekunden. So. Es schaut wirklich einfach für euch aus, ich weiß, aber es ist wichtig. Wir müssen das Problem zu dem Programm, in Zusammenhang setzen. Also hier haben wir eine kleine Rotlicht-Violation in Dijkstra, 0,5 Sekunden. Am I spelling this right? Buchstabiere ich das richtig? Egal. Okay, hier. Eine Art und Weise, über diese neue Funktion zu sprechen, ist, dass wir es eine Signatur nennen. Es ist nicht keine Type-Signature. Es schaut so aus, aber es ist nicht ganz genau. Es ist speziell zum Unterrichten. So. Erinnert euch, in Mathematik würden wir schreiben F, Doppelpunkt und den Typ. Und jetzt geben wir das... Beistrich ganz am Anfang. Also hier haben wir zuerst einen Operator, String. Wie lange wird das dauern? Dann wird es den Rotlicht, die Red Light Violation kreieren. Okay. Das wird jetzt nicht viel machen. Außer, lasst mich etwas zeigen. Ich hätte hier etwas anderes geschrieben, hätte ich eine Zahl hier geschrieben. Dann, wo ist es hin? Okay. So it says it gives an error message here. Es gibt hier eine Fehlermeldung aus. Das hat jetzt den Vollbildmodus eingeschalten. Schauen wir, ob wir das machen können. Okay. Okay. Gut, jetzt geht's weiter. Leider ist es jetzt in Deutsch. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr alle Deutsch könnt. In unserem Fall, in unserem Channel schon, aber... Gut. Es sagt Signaturverletzung. Und wir haben 5 davon. Es sagt 5. Das ist die Zahl, die wir eingegeben haben. Also hier haben wir die 5. Ja. Und es hat diesen String violated, weil es eine Zahl ist und kein String. Also es gibt es ja, wie wir sehen können, die Error-Messages sind sehr speziell und so, dass man den Fehler leicht finden kann. Okay. Jetzt. Eines der Probleme war, eine Funktion zu schreiben, ob es eine Rotlichtverletzung gab oder nicht. Wir haben das getan. Und wir, ja, jetzt wollen wir das natürlich auch, dokumentieren. Wie viele Kommentare sollen wir geben? Aber für die Schülerinnen sagen wir, mach eine pro Funktion. Und das ist normalerweise eine gute Menge. So, hier beschreiben wir, was das Programm ist. Ein Kommentar. Ist diese Rotlichtverletzung ernst? Ist es eine schwere Rotlichtverletzung? Wenn man eine funktionale Programmiersprache hat, dann schreibt man immer eine Signatur. In diesem Fall brauchen wir mal einen Namen für diese Signatur. So,
Himmel. Eine Rotlichtverletzung serious. Ist die Rotlichtverletzung, so haben wir die Signatur, ist die Rotlichtverletzung ernsthaft? Red Light Violation serious. Wir wollen hier die Rotlicht-Violation rein und wir wollen als Output ein Boolean, also ist, war es eine Verletzung, ja oder nein, true or false. In der Klasse kann man für diese ganzen kleinen Schritte schon belohnen, weil jeder kleine Schritt ist wichtig, um das Programm zusammenzusetzen. Man sollte natürlich auch den Leuten gleich beibringen, Tests zu schreiben. Also in diesem Fall werden wir niederschreiben, wie wir erwarten, dass unsere Funktion sich verhält. Also hier haben wir in dieser Sprache Check Expect. Ich hoffe, ihr kennt dieses Prinzip. Also Dinge werden immer am Anfang benannt, wie in funktionalen Sprachen oft üblich. Und dann hier haben wir die Signatur, Red Light Violation Series. So the first one is four seconds over, so that's pretty serious. Also die erste Verletzung ist sehr schwerwiegend, also vier Sekunden darüber, also wir erwarten hier wahr. Und die zweite, RV2, ist weniger schlimm und deswegen erwarten wir falsch, weil es nicht so eine große Rotlichtverletzung ist. So now we've written, so let me label those things, right? This is the short description. So, jetzt lass mich das kurz benennen. Wir haben eine kurze Beschreibung hier. Das ist die Signatur des Ganzen und das sind die Tests, die wir schreiben. Und jetzt schreibt man was das Skelett ist. Und das Skelett ist, man fängt einfach an, diese Funktion zu schreiben, aber wir haben bereits ein paar Informationen über diese Funktion. Wir wissen, wie viel reingeht, was da so rausgeht. Und deswegen, oi, Moment. Ja, verschrieben hier. Ja. Also, und ja, es ist eine funktionale Sprache, also muss man irgendwo ein Lambda hinschreiben. Also, wenn wir eine Funktion in dieser Sprache machen, dann nehmen wir das Lambda. Und wir schreiben eine Funktion, die ein einziges Ding erwartet, nämlich so einen Rotlichtverstoß. Und wir nennen es RLV und dann machen wir einfach nur drei Punkte dahin. Und diese drei Punkte, das heißt nicht, wir füllen das später aus, sondern wenn ich das tatsächlich mache, dann schreibe ich da tatsächlich drei Punkte hin. Und dann bitten wir unsere Studierenden, bitte, das ist das Skelett, schreibt da tatsächlich diese drei Punkte hin. Das gibt bereits Punkte für euch. Und weil das so leicht zu machen ist, bedeutet das halt, man schaut nicht auf so ein weißes Stück Papier, sondern man ist bereit, ermutigt, den nächsten Schritt zu machen. So. Jetzt muss man das, was ich hier reinfügen muss, ist ein Template, also eine Vorlage. Und die kommt aus den Daten, die in diese Funktionen reinkommen. Und manchmal von den Daten, die rausgehen. Und in dem Fall, die Daten, die dort reingehen, sind also diese Rotlichtverstoßobjekte. Und diese Objekte, wenn ihr euch erinnert, das ist also ein zusammengesetztes Objekt. Das hat zwei Stücke. Und immer, wenn man eine Funktion schreibt, die also diese zusammengesetzten Objekte akzeptiert, dann muss man sich diese beiden Elemente zum Beispiel in dem Fall hier angucken. Man muss also was schreiben, was sagt, was diese einzelnen Stücke sind. Und denkt dran, ich habe ja bereits gesagt, wie das funktioniert, aber denkt bitte dran, das ist diese Record-Definition, diese Objektdefinition. Und wir haben eine Signatur da oben, die sagt, wie also so ein Objekt konstruiert wird. Und was wir tatsächlich brauchen ist, wir müssen diese Komponenten aus so einem Rotlichtverstoß, diese einzelnen Elemente rausbekommen. Man braucht also einen Selektor dafür. Und das sind diese Teile in Klammern, hier und dort. Und das kann man mit so einer Signatur machen. Und wunderbarerweise, wenn hier also so ein Rotlichtverstoß reingeht und ein String rauskommt und in diesem Fall so ein Rotlichtverstoß geht rein und eine rationale Zahl kommt raus. So, die sehen natürlich erstmal Redundanz aus und man hatte das Gefühl, man schläft jetzt hier noch mehr ein, wenn man sich das anhören muss. Aber ich hatte mal einen Vorfall in der Klasse, eine Erkenntnis hatte ich in der Klasse, wo ich das vorgeschrieben habe und die Studenten diese Zugriffssignaturen gemacht haben und das hat mich noch bürokratischer gemacht, als ich sowieso schon davor war. Also, was wir machen ist, wir wollen Zugriff auf diese verschiedenen Teile bekommen. Also schreiben wir Rotlichtverstoß, Place,
RLW, das ist ein Teil, und Red Light Violation Seconds, die Sekunden also, das ist der zweite Teil. Und das sind Bausteine. Wenn man also wirklich streng ist, dann müssen diese drei Punkte überall hingebaut werden. Und ja, das sind einfach nur Bausteine für Funktionen. Und man muss halt gucken, wie tragen diese Teile jetzt also zur Lösung der Gesamtaufgabe frei. Also wenn wir jetzt fragen wollen, okay, ist das eine ernsthafte Rotlichtverstoß? Ist der Ort relevant dafür? Eigentlich nicht. Aber ist die Zeit relevant? Ja, die Sekunden sind tatsächlich relevant dafür. Also man macht diesen bewussten Akt, ne? So, man hat das erstmal geschrieben, jetzt lösche ich das wieder, weil man eine Weile nachgedacht hat. Und man geht hierhin und sagt, nun, ich schaue mir das im Internet an und habe es mir tatsächlich angeschaut. Wenn es über eine Sekunde ist, also eine Sekunde und mehr, dann ist es tatsächlich ein ernsthafter Rotlichtverstoß. Und ja, dann müssen wir sicher machen, dass die ganzen Klammern stimmen und dann können wir das Programm laufen lassen. Und okay, FF ist noch so ein Signaturverstoß oben drin. Also gut. Okay, jetzt, es sagt wieder, hier ist wieder der deutsche Satz drin. Ja, weil das halt für deutsche Studierende gemacht ist. Beide Tests waren erfolgreich, da steht's. Wir haben zwei Testcases da geschrieben. Ja, bei diesem bürokratischen Ansatz, das geht weiter und weiter und weiter. Ich werde jetzt ein bisschen schneller durch die nächste Iteration gehen. Und da steht also, mal schauen, was es sagt. Es sagte das hier, diese Geschwindigkeitsübertritt. Okay, dann machen wir das mal hier. Also ein Geschwindigkeitsübertritt. Er hat einen Ort und er hat, wie viel Kilometer pro Stunde drüber sind. Und dann schreiben wir wieder diese Objekt- oder diese Record-Definition, die das Objekt dann definiert. Ja. Irgendwie sowas hier. Und dann haben wir zwei Stück davon. Also wir haben eine Datendefinition, die sagt, okay, wir haben zwei Komponenten. Wir haben diese Record Definition, die das für das Ganze übereinstimmen muss. Und jetzt denkt man, ja, das ist trivial, aber mit zusammengesetzten Daten haben Studierende wirklich, wirklich Schwierigkeiten. Deswegen ist es gut, sich zu erinnern, es gibt zwei Stücke und diese zwei Stücke müssen sich Selektoren geben in dieser Record Definition. So haben wir die Geschwindigkeitsübertritt 1, alles auf der Hauptstraße mit 20 Kilometer drüber und wir haben noch eine. Ja, in der Low Street, in der niederen Straße, 25 km/h drüber. Jetzt haben wir zwei Beispiele dafür, okay. Und hier unten dann die nochmal in der Low Street, 25 km/h über dem Limit. Ja, also dieser Konstruktor da drin hat so eine kleine Signatur, die sagt, okay, es kommt eine natürliche Zahl rein und dann kommt so ein Speeding Violation Object raus. Und jetzt schauen wir uns das aus. Wir brauchen zwei Dinge, um noch eine Sache zu erklären. Also die Frage ist, wann ist die Geschwindigkeitsübertretung ernsthaft? Also wann ist viel übertreten worden? Es ist wieder genau das Schema, dasselbe Schema wie oben. Genau, schreiben wir diese Signatur. Und dann ist ein Speeding Violation kommt da rein und wir haben einen Boolean als Rückgabewert. Und jetzt schreiben wir wieder zwei Tests. In Deutschland ist eine Geschwindigkeitsverletzung, wenn es 20 Kilometer drüber ist. Und dann wird es umso schlimmer, je mehr man drüber ist. Also die erste ist nicht so schlimm. Genau, und wir erwarten also falsches Rückgabewert in unserer Boolean. Und das zweite, das ist natürlich jetzt 25, das heißt, es ist schon ernsthaft. Genau. So, hier erwarten wir true als Rückgabewert von unserer Boolean, also wahr. Und jetzt schreiben wir das Skelett. Hier haben wir define die Speeding Violation und hier haben wir, wie üblich in funktionalen Sprachen, wieder das Lambda. Schreiben wir dir die drei Punkte hin, um die Leute zu motivieren, da was reinzuschreiben. Und jetzt schreiben wir in diese drei Punkte gleich rein.
eine Speeding Violation, der Ort der Speeding Violation, und wir haben die Kilometer pro Stunde, die drüber sind. Genau, das sind die Zutaten. Und dann denken wir ein bisschen nach, deshalb wieder die drei Punkte für die Schülerinnen. Und dann kommen wir drauf, aha, der Ort, der darum geht es gar nicht, weil 20 Kilometer pro Stunde ist egal, wo das in dem Fall zumindest ist. Ich gehe ziemlich schnell hier, ich hoffe, das ist okay für euch. Und so, wenn es größer gleich 21 ist, dann ist das eine ernsthafte Geschwindigkeitsverletzung, Übertretung. Genau. Schauen wir uns an, wie das funktioniert. Hier haben wir gleich eine Fehlermeldung. Aha, da habe ich mich verschrieben. Okay. Alle vier Tests bestanden, weil wir oben haben wir noch das erste Programm dran. Genau. Jetzt haben wir primitive Daten und wir haben schon zusammengesetzte Dinge jetzt. Wir haben jetzt zwei Sachen. Wir haben einerseits Geschwindigkeitsübertretungen und die Rotlichtübertretungen, die Rotlichtverletzungen. Ist es das oder das? Oder vielleicht ist es eins der beiden. Und wenn wir jetzt also die beiden Dinge zusammensetzen, dann ist es nicht Compound Data im streng genommenen Sinn, sondern es ist Mixed Data in diesem Fall. Das ist unser Datenmodell in diesem Fall. Und man findet das heraus, indem man sucht für die Wörter or oder one of, also man sagt, das definieren wir als Mixed Data in diesem System. Und wie macht man das? Das sage ich euch jetzt. Man definiert Datendefinition, Traffic, und wir schreiben einen gleichen Kommentar. Wir schreiben als Kommentar, eine Verkehrsverletzung ist eine der folgenden, also eben Mixed Data. Also einerseits haben wir dann die Rotlichtverletzung, die wir oben definiert haben, oder ist es eine Geschwindigkeitsübertretung? Just as with the compound data. Und genau wie mit der zusammengesetzten Daten sind die Mixed Data, definieren wir ganz analog. Wir definieren, was es ist. Also wir definieren, genau, jetzt machen wir die Signature und wir sagen, die Signature ist Mixed. Und es gibt eben entweder die Rotlichtverletzung oder es gibt die Geschwindigkeitsübertretung. Und hier haben wir unser Datenmodell und jetzt können wir das auch in der Signatur verwenden. Das Problem ist, dass wir, haben wir jetzt nicht gesagt, ob beides, ob es schwerwiegend ist oder nicht, sondern einfach nur, ob die Verkehrsverletzung schwerwiegend ist. Das heißt, das müssen wir jetzt noch definieren, weil wir nur das eine ist eben die Rotlichtverletzung, das andere ist die Geschwindigkeitsübertretung. Und wir müssen jetzt genau definieren, wann ist es schwerwiegend, eine schwerwiegende Verkehrsverletzung. Und anstatt Rotlichtverletzung in dem Fall schreiben wir jetzt Verkehrsverletzung und erwarten wir jetzt wieder eine Boolean zurück, true oder false. Da könnten wir jetzt wieder einen Test schreiben, aber das überlasse ich euch jetzt. Das könnt ihr dann zu Hause probieren. Jetzt machen wir, so, jetzt setzen wir das wieder zusammen. Also hier haben wir wieder das berühmte Lambda. Genau. Ich habe euch erzählt, wenn wir jetzt die zusammengesetzten, die Compound Data haben, dann, das habe ich jetzt da nicht mitbekommen. Also wenn wir jetzt Mixed Daten haben, dann, wenn wir Mixed Daten haben, wenn wir also das oder das haben, sollten wir herausfinden, was es genau ist, bevor wir weitergehen. Um das zu machen, verwenden wir jetzt ein Conditional, eine Bedingung. Schreiben wir dafür cont vorne. Wir müssen jetzt die Rotlichtverletzungen von der Geschwindigkeitsübertretung unterscheiden. Also wir müssen herausfinden, was ist. Und das ist der letzte Punkt hier in der Record Definition. Genau. Hier haben wir den Namen des Konstruktors. Hier machen wir gleich einen Kommentar. Und das hier haben die Accessors. Genau. Und die Red White Violation ist, was wir das Prädikat, das Predicate nennen. In diesem Fall sagt das Prädikat, der Prädikat Red White Violation, Fragezeichen. Und es nimmt alles und sagt uns, ob es eine Rotlichtverletzung ist oder nicht. In dem Fall haben wir nur zwei Sachen. Natürlich, das Gleiche gilt für die Geschwindigkeitsübertretung. Also wir brauchen eine Bedingung, ein Conditional, das heißt genauso viele Branches, wie viele Datendefinitionen wir haben. Das klingt jetzt primitiv, aber es ist sehr wichtig, aus Kindern professionelle Programmiererinnen zu machen.
So you write this out. Jetzt haben wir zwei Klammern, weil wir eben zwei Branches, zwei Äste in dieser Verkehrsverletzung haben. Ist es jetzt eine Rotlichtverletzung oder ist es eine Geschwindigkeitsübertretung? Also wir beginnen mit der Rotlichtverletzung, Fragezeichen, und wir haben das zweite, den zweiten Switch, das sagt Speeding Violation, TV. Und hier müssen wir die Antwort reinschreiben. Wir wissen ja die Antworten schon, weil wir schon zwei Funktionen geschrieben haben. Das heißt, wir müssen hier nur die beiden Dinge reingeben. And so we can just call that here. Wir können hier die Signatur für die Red Light Violation callen und für die Geschwindigkeitsübertretung. So, dann sind wir fertig. Also das ist das, was wir hier jetzt gerade machen können. Ich hoffe, ihr seht zwei Sachen. Das erste ist, das ist total langweilig und sehr, sehr bürokratisch. Und aber möglicherweise könnt ihr sehen, dass jeder einzelne Schritt, der hier gemacht wird, so ein Prinzip hat, der so einen ganz speziellen Namen hat und den man sehr, sehr genau erklären kann, ohne das abstrakt machen zu müssen. Und das heißt, man kann wirklich jeden einzelnen Schritt erklären, um dieses Problem zu lösen. Und ich kann euch gar nicht hoch genug sagen, was für ein Paradigmenwechsel das ist beim Lehren. Wenn man wirklich jeden einzelnen Schritt erklären kann, sagen, pass auf, das ist das, was du gedacht haben solltest. Hier ist, was du als nächstes hättest tun sollen. Das klappt normalerweise nicht so gut. Also so ein Prinzip hinter diesem Lehrstil ist, wirklich absolut sicher zu sein, jeder einzelne Schritt, den wir von den Studierenden erwarten, wenn sie was sie tun sollen, das hat einen Namen und wir haben sie ausdrücklich gelehrt. Und wir haben also gesagt, es gibt dieses Designrezept, es gibt diese Vorlage, dieses Skelett, zusammengesetzte Daten und so weiter. Und das ist also dieses Faktenwissen, das dieser Fähigkeit vorangeht. Und ja. Und wenn man so eine Klasse hat, wo man jeden einzelnen Schritt so belohnt, dann geht es wirklich um diese Form, ne? Es gibt so ein Paper, wo man sagt, Form over Function. Wir akzeptieren nicht einfach Programme, die funktionieren. Wir nehmen nur Programme, die tatsächlich die Form erfüllen. So, man muss das Ganze messen. Man muss also gucken, ob dieser Lehrstil wirklich funktioniert. Und jetzt kann man sagen, okay, das ist hier die Kreativität rausnimmt. Und nee, ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Also wenn man mit wirklich erfolgreichen, kreativen Künstlern spricht, dann haben die trotzdem benannte Techniken, die man genau benennen kann. Und jemand hat immer gesagt, Mozart hat niemals irgendwas gelernt oder irgendwas geübt, bevor er irgendwie ein großartiger Komponist gewesen ist. Aber Mozart hat so zeitig in der Kindheit angefangen, dass er 10.000 Stunden Übung hatte, bevor die meisten Leute überhaupt anfangen mit irgendwas. Also das hat tatsächlich funktioniert. Kinder, ich würde ungefähr bei 11 Jahren anfangen. Es hat für anfangende Programmiererinnen und Programmierer geklappt und die das anders gelernt haben oder andere schlechte Angewohnheiten haben. Es gibt zwei Webseiten, die man sich anschauen kann. Das eine ist unser amerikanisches Schwesterprojekt, programbydesign.org. Ganz jede Menge Publikationen, Links und so weiter. Und da gibt es auch ein Buch auf Englisch, wie man Programme anlegt. Es steht hier nicht drin, aber dieses Buch ist kostenlos online verfügbar. Es gibt da auch eine Druckversion. Und für das Ganze auf Deutsch gibt es deinprogramm.de. Das hat auch Links wieder und Publikationen, selbe Software dahinter. Und den Entwurf des Buches gibt es auch schon. Und ich hoffe, wir bekommen nächstes Jahr da auch eine gedruckte Fassung dieses Buches dazu. Ja, und das ist alles, was ich jetzt habe. Thank you, Mike. Vielen Dank, Mike, für den Vortrag. Wenn es Fragen gibt, wir haben die Mikrofone jetzt zugeschaltet in dieser Reihe und jener Reihe. Da drüben ist der Signal Angel da. Ja, der hat eine Frage. Ja, also ein Nutzer fragt, was sind die Vorteile dieses Dr. Racket-Tools, anstatt zum Beispiel einfach Python zu nehmen, was ja auch für Lehrer entwickelt wurde. Also Python war sicher nicht für Lehren unterrichtet, in keinem nützlichen Ort. Praktisch gesprochen, also der Unterschied ist, es gibt viele, viele Lehrinitiativen rund um Python, aber
wenn du versuchst, die Techniken zu formalisieren und das auf Python zu übersetzen, dann wirst du das sehr schwer finden. Die meisten Python-Programme, die es draußen gibt, sind nicht besonders systematisch zusammengesetzt. Und diese Programmiersprachen sind gemacht worden, um... Es tut mir leid, Python war sicher nicht mit irgendwelchen didaktischen Prinzipien im Hintergrund entwickelt. Gut, dann Mikrofon 2 bitte. Ja, bitte. Hallo. Ich unterrichte 14-Jährige in der Mittelschule und auch Programmierung und ich... den App-Inventor, das ist vom MIT Media Lab und das geht mit Scratch los und ich bin überhaupt nicht sicher. Du hast gesagt, man braucht Lego Mindstorm-Roboter, vielleicht sowas, um Scratch halt zu machen, aber das ist nicht der Fall, ne? Und was ich halt schwierig finde, ist für meine Studierenden, die sind nicht die Besten der Besten und aus den besten Elternhäusern. Und die würden gerne was zeigen am Ende. Und bei deinem Programm, ich meine, ja, es ist wirklich sehr langweilig. Und wie kriegt man diesen Punkt rüber? Ich finde es so wichtig, dass am Schluss die was zeigen können. Es kommt natürlich darauf an, auf die Leute, auf die Schülerinnen darauf an. Je nachdem zeigt man, ich hab hier die Bill-Algebra ganz am Anfang gezeigt und das funktioniert ziemlich gut für Kinder, aber auch für ältere Kinder und das geht weiter bis zu Videospielen und ja, ich denke schon, dass man da viel zeigen kann und ja, das ist einer der guten Aspekte an diesen Dingen. Es fängt bei Rechtecken an, aber es geht bis zu professionellem Programmieren, zu Videospielen und so weiter. Also wer im ersten Semester auf der Universität haben wir zuerst 80-Style Froggers schreiben lassen und das sind wir geändert und Kinder können das genauso. Gut, dann Mikrofon 1 bitte. Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Ich würde gerne wissen, also dein Ansatz, da gibt es eine ganze Menge Overhead, also Mehrarbeit, die man da machen muss, die auch notwendig ist. Wie hältst du das mit der Methodologie in der tatsächlichen, im Klassenzimmer? Hast du Empfehlungen für... wie man tatsächlich das Design von dieser Klasse, also von der Klassensituation, welche Methoden nimmst du? Ja, guter Punkt. Also die meisten Klassenzimmer, die ich habe, ist genau das, was ich euch heute hier gezeigt habe. Das ist genau das, was ich normalerweise mache. Ich könnte euch Freunde zeigen, die eine geflippte Version davon gemacht haben. Scheint auch zu funktionieren. Aber was ich betonen möchte, als Lehrer, und ich habe ein paar Slides über, es ist sehr wichtig, durch all diese Schritte zu gehen und jeder Schritt ist wichtig und auch für die Geschwindigkeit, mit der man vorgeht, ist es sehr, sehr wichtig und der Rest geht von selbst. Es kommt gar nicht darauf an, ob man dann mit Kindern oder mit erwachsenen Programmierern arbeitet. Und wenn nicht, dann... Thank you. Yeah. Vielen Dank. So, Mikrofon 3 bitte. Ja, also ich glaube, das ist großartig, aber es lehrt halt funktionales Programmieren und viele Leute werden sehr, sehr schnell imperatives Programmieren brauchen. Wie macht man dann diese Umschaltung und wie macht man das? Das möchte ich gerne diskutieren hier. Also ich habe eine Firma, die alle ihre Softwareprojekte mit funktionalen Programmiersprachen machen und ja, was das bedeutet, was das macht, ist, wenn du Software professionell schreibst, dann denke ich, dass ein Großteil davon funktional sein sollte und viele Programme, die es gibt, zeigen das nicht und es gibt Side-Effekte und Dinge. Also damit will ich auch ein bisschen die Grenzen pushen. Ich habe ehrlich gesagt auch überhaupt keine Ahnung, wie man imperative Programmiersprachen lehrt oder lernt oder selber macht. Und was ich machen kann, ist
die imperativen Teile des Programms auf den Rand zu drängen und die funktionalen größeren Raum zu geben. Wir wissen, funktionales Programmieren funktioniert sehr gut und es baut gutes, eine gute Grundlage zum Unterrichten und es gibt viele Kurse, die auf das, aber frag mich einfach später, frag mich einfach nach dem Programm, dann können wir darüber reden. Oh gut, dann haben wir Mikrofon 4 bitte. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Und ich bin neugierig, wie ist deine Erfahrung mit, wie viele Wiederholungen braucht man, bis sie wirklich diese Prinzipien verstanden haben? Muss man da 3 Beispiele machen oder sind es bis zu 10 Beispiele? Ich weiß nicht genau, ob es da eine scharfe Regel gibt. Meine Erfahrung ist, also ich denke, also jedes Prinzip, das ich hier gezeigt habe, da gibt es 2 oder 3 und 3 bis 4, wo man das halt zu Hause macht oder halt als Übung. Aber ich habe eigentlich keine strenge Regel dafür. Generell muss ich sagen, dass der Vergleich ist, also der beste Vergleich, den ich habe, ist die Universität und hier, dort ist, wie es halt weitergeht, ist der Fortschritt sehr, sehr schnell verglichen mit Java und so weiter und ich weiß jetzt nicht, wie viele Universitätsstudis Videospiele programmieren lernen in ihrem ersten Semester und also es ist sehr überraschend, auch wenn es so langweilig am Anfang ist, aber es gibt dir die Möglichkeit, gute, schwere Programme sehr schnell zu lernen und zu schreiben. Okay, Mikrofon 2, please. Hello. So, Mikrofon 2 nochmal. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Als ich als Kind angefangen habe, ziemlich jung zu programmieren und ich glaube, ich könnte diese ganzen Werkzeuge und diesen geistige Einstellung dafür wirklich transferieren auf Mathematik und so. Und auf allgemeines Problem lösen. Und ich wollte fragen, ob es in deiner Erfahrung Kinder auch diesen systematischen, können die wirklich diesen Übergang machen, diese Transition machen? Und werden die besser ein Problem lösen? Also, wenn du eines der Projekte anschaust, das ist Bootstrap-Projekt, das ist für Mittelschulkinder. Da ist der Ansatz spezifisch auf Algebra und Mathematik und das ist genau das, wovon du sprichst, denke ich. Und das ist normalerweise sehr erfolgreich und da gibt es sehr viel Material online. Und also, ja, ist also, ja. Okay, we have 2 more minutes and 2. So, wir haben noch 2 Minuten und 2 Fragen. Mikrofon 1, bitte. Hallo. Wie misst du diesen Erfolg deiner Lehre? Also ich denke, größtenteils auf der Universität schauen wir uns die Resultate der Examen an und wir haben ein paar Papers geschrieben darüber. Also wir haben ziemlich viel Supervision und schauen uns das genau an und wir kennen unsere Studis und um sicher zu gehen, dass wir die richtige Geschwindigkeit und das richtige Level anlegen. Über die Jahre haben wir dieses Feedback genutzt, um weiterzukommen und etwas dazuzulernen, wie man das gut unterrichtet. Und, ja, das ist genau, ja, aber es gibt Publikationen dazu. Und Mikrofon 4, bitte. Gibt es irgendeine Art von Autoergänzung in deinem Editor drin oder empfiehlst du das nicht, wenn Leute gerade Anfänger sind? Es gibt keine Auto-Completion in meinen Programmen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dagegen argumentieren sollte. Ich weiß, dass meine amerikanischen Kollegen, also als ihr vielleicht gemerkt habt, das sind immer wiederholende Programmelemente und man könnte sich vorstellen, da gibt es diesen Knopf, der das einfach einfügt. Und meine amerikanischen Kollegen haben damit experimentiert, aber im Endeffekt haben sie das nicht verwendet. Aber ich kann euch jetzt keine Details dazu nennen. Aber wenn ihr interessiert seid, dann schreibt eine E-Mail. Aber ich weiß nicht genau, warum. Ich bin jetzt auch nicht ideologisch nicht dagegen, aber wir machen es nicht. Okay, dann Mike, nochmal vielen Dank für diesen Vortrag und hier nochmal ein großer Applaus für diesen Vortrag.